Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Im Normalfall reagiere ich nicht so schnell auf aktuelle Ereignisse, aber da ich heute einige Links zugeschickt bekommen habe von Geschwistern im Glauben bezüglich des morgigen 12.8., dem Global Mittelfinger Day for to End Christianity, also schon der Titel allein ist für mich lächerlich, aber gut. Auf Deutsch. Der weltweite Mittelfingertag, um die Christenheit zu beenden oder es zu versuchen zumindest. Auf alle Fälle habe ich ein paar Links zugeschickt bekommen und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, mir ist dann sofort der Psalm 2 eingefallen. Und mit dem Psalm 2 möchte ich dieses Video jetzt beginnen, weil was da geschrieben steht, das finde ich genial. Es passt nämlich genau auf diesen Tag. Es gibt viele solcher Tage, wo Gott blasphemisch, ja, einfach dargestellt wird, wo er angegriffen wird. Nicht nur von diesem 12.8. jetzt, auch diese ganzen Tage, die wir jetzt in Deutschland hatten. Oder ich glaube, der Juli oder der Juni war ja auch so ein besonderer Monat. Die Menschen glauben immer noch, dass sie irgendwie Gott ans Bein pinkeln können. Aber okay. Psalm 2 sagt alles. Psalm 2 vom ersten Vers. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, also Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das sagen die Leute, die in der Dunkelheit wandern, in der Verzweiflung und Gott einfach nicht sich unterwerfen wollen. Und dann kommt Gottes Antwort, Vers 4. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an, in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Und so weiter und so fort. Und weiter unten kommen wir dann noch hin. Ja, dann heißt dann, dass Jesus wurde alle Macht übergeben, ja, steht er da, und die ganze Erde mit eisernem Stabe regieren wird. Und dann kommt eine Aufforderung in Vers 10. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Halleluja, das ist Psalm 2 in der Bibel. Da steht es genau beschrieben, was läuft. Ja, wie Gott über die lacht, die meinen, dass sie ihm an den Karren fahren können. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Er hat alles geschaffen, die Berge, den Mount Everest. Er hat die wildesten Tiere geschaffen, den Löwen, den Elefanten, das Nashorn, die größten Wale, 30 Meter lang. Wem wollen wir denn da an den Karren fahren und denken, wer wir sind, wir Menschen? Also er spottet über sie. Das Einzige, was wir tun können, wir Christen, das ist, dass wir für diese Leute beten, für diese verwirrten Leute. Und nicht nur für die, sondern für die, die meinen, sie haben 62 Geschlechter und sind heute Männchen, morgen Weibchen, übermorgen was weiß ich was. Für die müssen wir beten, damit sie noch die Wahrheit erkennen, bevor wieder Jesus kommt. Dann ist es nämlich zu spät. Ja, und mit denen wird Jesus einfach kurzen Prozess machen, weil sie haben, wie es ja in der Bibel steht, im Römer, genügend gehört von Jesus wahrscheinlich. Und jeder weiß in seinem Inneren, was läuft. Es steht so im Römer geschrieben, dass jeder Mensch hat es in sein Herz geschrieben, dass es Gott gibt, aber sie wenden sich gegen ihn absichtlich. Und deswegen sollen wir beten für diese Menschen. Wir sollen vor solchen Tagen keine Angst haben, egal wie satanisch sie sind oder was auch immer sie planen. Ja, natürlich, es gibt diese Vereinigungen, es gibt das Böse auf der Erde, klar. Ich bin auch nicht von gestern, ich war in der okkulten Welt zu Hause. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus den Teufel besiegt hat. Er hat keine Macht mehr, er kann nur noch einflüstern. Und das ist schon schlimm genug, weil die Christen ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, sonst würden solche Tage gar nicht stattfinden können. Wir sollen nicht nur
an solchen Tagen schnell beten, weil irgendwas Komisches vielleicht passieren könnte. Nein, sondern unsere Aufgabe als Christen, wie es in der Bibel geschrieben steht, im Neuen Testament, ist, dass wir immer beten, ständig beten, wie es Paulus schreibt. Wir sollen alle Zeit beten, im Heiligen Geist, in Zungen, damit der Heilige Geist durch uns beten kann. Weil wir manchmal gar nicht wissen, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist wird es für uns übernehmen, wenn wir in Zungen im Heiligen Geist beten. Und wir sollen beten, so viel wie möglich. Unsere beste Waffe, die wir haben, das hatte Josaphat schon. Ja, Josaphat hat vor die Soldaten, wie er ins Feld gezogen ist, in den Krieg, da hat er vorne die Lobpreiser hingestellt und sie haben den Sieg bekommen durch Gott. Vor die Soldaten die Lobpreiser stellen. Ja, dann stell mal heute vor die Armee, die in den Krieg zieht, die Musikkapelle. Ja, dann schauen sie aber dann. Aber wenn wir wahrhaftig Gott anbeten, wenn wir das jeden Tag tun, nicht an solchen komischen Tagen vor Panik und sagen, oh, jetzt wird's ganz schlimm und satanisch und blasphemisch. Ja, weil wir ja als Christen unsere Aufgaben nicht wahrnehmen, die wir tagtäglich tun sollten. Deswegen gibt es solche Tage und auch andere Veranstaltungen quer über die Erde, ja, wie wir sie immer wieder sehen, Regenbogen und wie auch immer was. Wir müssen unserer Verantwortung nachkommen. Wir haben die Macht. Jesus hat uns Vollmacht gegeben, ja, steht geschrieben, Johannesevangelium, wenn wir täglich uns Zeit nehmen, Gott wahrlich anzubeten im Geist und in der Wahrheit, wenn wir Gott lobpreisen, wenn wir wahrlich in der Bibel lesen und immer mehr dazu lernen im Wort Gottes, wir werden nie auslernen, ja, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist und so viel wie möglich im Heiligen Geist, sprich in Zungen, beten, dann baut sich auf dieser Erde eine ganz andere Atmosphäre auf, dann werden solche Tage wie der morgige 12.8. wahrscheinlich gar nicht möglich sein, aber da wir unsere Verantwortung nicht tragen und meinen, dass wir nur mal ein paar Gebete bei solchen spezifischen Tagen raushauen, deswegen ist es überhaupt möglich. Ja, der Teufel hat seine Macht verloren und dennoch sehen wir, was passiert ist in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden. Er ist besiegt durch Jesus, aber da die Christen ihre Position nicht einnehmen, konnte das alles passieren, auch wenn wir aufs letzte Jahrhundert schauen, ist genügend passiert. Es ist unsere Verantwortung. Wir haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, eine unfassbar mächtige Waffe bekommen von Jesus, nämlich ihn anzubeten. Macht es, schneidet euch Zeit raus. Versucht es anzubeten. Versucht Jesus Christus anzubeten. Es sind absolute Wunder schon passiert in der Anbetung bis hin zur Totenauferweckung. Blinde wurden sehen, Taube hören, Dämonen sind ausgefahren. Wir haben das selbst erlebt in der Anbetung, im Beten, in Zungen, im Heiligen Geist. Die Dämonen fliehen mit Geschrei, weil sie es nicht aushalten, wenn diese Macht Gottes kommt. Und wenn wir uns als Christen vorstellen, dass wir das tun, dass wir das tagtäglich tun, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, stellen wir uns nur mal vor, dass alle Christen auf der Welt wirklich täglich eine halbe Stunde Gott nur anbeten oder nur die Lobpreispsalmen laut lesen in die Atmosphäre, da passiert was. Ich mache das wirklich schon sehr lang. Ich mache das unter der Woche zumindest jeden Tag draußen auf meinem Platz und ich mache es in den Hügeln hinten und ich mache es auch hier im Wohnzimmer und es passiert was, die Atmosphäre ändert sich im Haus wie auch draußen, in der Natur. Und wir müssen es glauben, dass wir durch unser Gebet etwas verändern. Bloß wenn wir nicht permanent beten, kann sich keine permanente Atmosphäre aufbauen. Engel sind da, die Macht des Heiligen Geistes ist da. Wenn wir kontinuierlich im Gebet ausharren, auch das steht so geschrieben in der Bibel, dass wir ausharren sollen und im Gebet verweilen sollen. Steht auch geschrieben im Epheser 5,20, danket Gott für alles, alle Zeit. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen für diese Leute beten, ja, für diese Leute, die in der Finsternis herumtorkeln und glauben, dass sie Gott irgendwie in den Karren fahren können. Dass diese Leute noch errettet werden, bevor Jesus wieder kommt. Weil dann ist es zu spät. Und ich möchte euch uns heute alle noch motivieren, weil wir hatten gerade vorhin Hauskreis und
also so Bibelkreis, und da ist eine Schwester, die hat für den heutigen Tag einen sehr schönen Vers von Gott bekommen, und den möchte ich uns heute auch hier mitteilen, weil das ist gigantisch. Ich bin echt total erfreut. Das ist im Jesaja 51, da hat sie den Vers 5 bekommen. Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen die Inseln und auf meinen Arm warten sie. Halleluja, das ist die Verheißung. Und dann, wenn wir noch Vers 6 nehmen, erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. Aber mein Heil, sagt Gott, mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Halleluja. Lest es mal durch, also den Jesaja 51 von 1 runter bis 8. Das ist gigantisch. Auch hier 7 steht da. Hört auf mich, also Vers 7, hört auf mich, ihr, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet nicht die Schmähung der Menschen. Ja, also das, vor was viele Christen Angst haben, was morgen passieren könnte oder was da in der geistlichen Welt passiert. Natürlich bewegt sich was, aber wir sind stärker mit Jesus. Wir sind mehr als Überwinder, wir sind Sieger mit dem Herrn. Also hier steht, fürchtet nicht die Schmähung der Menschen und erschreckt nicht vor ihren hohen Reden. Halleluja. Ja, das ist doch gigantisch. Das ist unsere Ermunterung, die wir haben. Und wenn wir jetzt noch Jesaja 51, den ersten Vers lesen, wir müssen uns einfach mal vergegenwärtigen, wer wir sind in Jesus Christus. Hört euch das an, das ist die Elberfelder Übersetzung. Jesaja 51, Vers 1. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Und jetzt kommt's. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Halleluja! Also wir sollen hinblicken auf den Felsen, aus dem wir gehauen sind. Hey! Jesus ist der Fels, auf den wir unser Lebenshaus aufbauen, auf dem wir unser Fundament aufgebaut haben. Das ist Jesus wiederum, der Fels Jesus. Halleluja. Und wir sind aus diesem Fels gehauen. Ist uns das überhaupt klar? Ja, wir haben die größte Waffe. Loben wir wirklich Gott, beten wir ihn an, jeden Tag intensiv. Und dann brauchen wir vor solchen blasphemischen Tagen keine Angst zu haben, denn Jesus ist Sieger. Er wird bald wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten, weil ihm ist alles übergeben, auch das Gericht, das sagt er von sich selbst. Und ihm ist gegeben alle Macht in den Himmel sowie auch auf Erden. Gepriesen sei Jesus, Halleluja, danke Gott für deinen Sohn, den du geschickt hast damals als das Lamm Gottes, um ihn wegzunehmen, die Sünde der Welt. Und wir können Gott nur danken, dass wir, die wir an ihn glauben, dass wir es angenommen haben, das Angebot an Jesus zu glauben, wie er uns zu seinem Sohn gezogen hat. Und jeder, der dieses Video jetzt sieht und der Jesus noch nicht als seinen persönlichen Heiland und Erretter angenommen hat, dem kann ich nur eins sagen, wie es Petrus gesagt hat: Tu Buße, knie dich vor Jesus hin, bekenne deine Sünden und erkenne, dass du ein Sünder bist, denn wir alle waren oder sind Sünder vor Jesus, vor Gott, dem Lamm ohne Sünde. Und dann lass dich taufen im Namen des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Und wenn du wahrlich Buße getan hast und einen Neubeginn gemacht hast, dann wird der Heilige Geist in dich einziehen mit seinen Gaben. Das ist die Verheißung und das haben Millionen von Christen erlebt. Halleluja, Gott ist groß. Satzmutig und unverzagt. Preist den Herrn und nehmt euch jeden Tag immer mehr Zeit dafür. Das ist unsere Waffe. Der Lobpreis, die Anbetung, das Gebet in der Wahrheit, im Heiligen Geist, in Zungen. Satzmutig und unverzagt. Servus aus Niederbayern.